Jetzt musst du auch nochmal Englisch reden. Hi, I'm Toby from Clashman and this is Behind the Clash. Hi, mein Name ist Marlon. Falls ihr einen Job... Genau, falls ihr einen Job für diesen jungen, attraktiven Ginger habt... Er tut alles! Schreibt einfach am job@clashman.de. Wir suchen übrigens immer noch einen Praktikanten. Ja, richtig. Ey, kann ich euer Praktikant sein? Nein, du arbeitest bei uns. Du kannst kein Praktikum bei uns machen. Tobi? Ich kündige. Ja. Ey, kann ich bei euch Praktikant sein? Mach mal die Ansage. Wo müssen sich die Leute bewerben und was müssen sie tun? Achso, ja, auf jeden Fall. Wir suchen ja immer noch einen Praktikanten. Die Ansage wie das letzte Mal auch. Bewerbt euch hier bei praktikum@clashman.de. Diesmal halte ich auch gleich höher. Ja. praktikum@clashman.de. Und auf jeden Fall dann, ja, was erwartet euch? Das könnte Budi am besten erklären, aber der ist gerade irgendwie nicht auffindbar. Es erwartet euch eine tolle, organisierte und absolut engagierte Band mit... Genau, siehst du, die feiern das auch. Totale Motivation und überhaupt. Und es wird einfach nur fabelhaft, weil ihr werdet Zeit mit coolen Leuten verbringen. Und ich habe cool gesagt, ich fühle mich wie ein 15-Jähriger. Ach, sieht cool, Mann. Auf jeden Fall Bitches, Bier und sonst alles Mögliche vorhanden. Also ihr müsst einfach nur kommen, ein bisschen unsere Nutte spielen. Und ja, im Endeffekt nur ein paar Knöpfe drücken. Ihr dürft dann sogar vielleicht sogar mit auf der Bühne stehen, etc. Oh, wow. Auf der Bühne stehen. Genau, also wenn ihr irgendwie kein Talent habt oder wenn ihr zu faul seid, ein Musikinstrument zu lernen, dann bewerbt euch bei uns, weil dann habt ihr nämlich die Möglichkeit. Bewerbt euch bei uns. Ich hab schon ein paar Bier-Intos. Weil, wie gesagt, das wäre dann die Chance und überhaupt. Was soll ich, was nochmal? Was steht heute an? Warum heute? Sind wir, hier? Wir sind hier in Frankenthal, in der Diabetesfabrik. Wir spielen heute ein Konzert mit Bands. Nennen diese Bands jetzt sofort. Das ist die Sache. Auf diesem Plakat steht Fragment. Lass mal an das Plakat laufen, Tobi. Da steht nämlich irgendwas anderes. Ja, Nebel geht, ja, Laser geht. Da stehen alle Bands drauf und da steht auch, dass wir Transcore machen. Transcore. Wir sind Clashman und wir machen Transcore. Also, laut Plakat spielen Fragmentation. Auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass sie Fragmentation heißen. Some Hate Will Last, die machen Todmetall. Wir machen Transvestitenchor. Ganz wichtig, nicht Trans, wie Trans, sondern Trans, ne? Wie Transen. Also wir sind wohl scheinbar Transvestiten. Und die Light in Darkness, die machen auch Todmetall. Ja, da ist Brudi, der heute ein letztes Mal als Praktikant tätig. Laser. Yeah. Er bedient den Laser. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr schon immer mal mit einem Laser die Weltherrschaft anschreißen wolltet, dann bewerbt euch jetzt bei praktikum@clashman.de. So, du musst mehr Werbung machen. Ich muss mehr Werbung machen. Ja. Brudi. Ja, wenn super Brudi. Wenn ihr ein Praktikum macht, erwartet euch ein T-Shirt wie dieses. Das müsst ihr euch zwar selber machen und müsst das selber bezahlen. Ihr müsst das selbst bezahlen, aber ihr dürft es tragen. Legal. Ja. Ja. Und auf der Rückseite, was extrem wichtig ist, Möglichkeiten aufzusteigen bei uns. Oha. Das hat man bloß noch gar nicht gesehen, weil es bis jetzt immer zu kalt war. Oh mein Gott, ich krieg euch bald einfach nicht aufs Bild, weil du zu groß bist. Ich hab schon komplett rausgesucht. Ja. Robi, stell dich mal da hinten. Ja, das wäre voll die gute Idee. Brudi ist unser neuer Bassist. Das stellt uns vor ungeahnte Probleme, weil Brudi ist circa 3 Meter größer als Chris. Das heißt, wenn wir ein schönes Bandfoto haben wollen, dann einfach auf deine Schultern. Entweder muss Chris Stelzen tragen oder wir hacken Brudi die Beine. Geh mal kurz auf die Knie. Ja, dann bin ich genauso groß wie Chris, wenn ich so mache. Ah, nee. Ja, jetzt ist er ungefähr auf Chris Größe. Das stimmt. Ich bin Chris. Und das ist Behind the Clash.